Biosphäre Entlebuch ist eine grossartige Naturlandschaft mit Moorlandschaft, Karstlandschaft, allen Schutzgebieten. Und dort drin lebt der Mensch und der Tourismus wird ganz behutsam in die Landschaft eingebettet. Mit dem Akzent von der Natur mitnehmen in Tourismusangebote, probieren die Stärke von der Natur und Landschaft auch nachher einen grossen Angebot zu bringen, zum Beispiel das Morakulum auf der Rossweide. Ja, wir versuchen unterschiedliche Interessen zu bündeln und zu koordinieren und dann auch Lösungswege aufzuzeigen, also eine Entwicklung des Entlebuch zu kreieren, zu gestalten. Das kann man in Workshops machen, das kann man aber auch zusammen mit dem Gast machen auf Exkursionen oder auch selbst den Botschaft vermitteln mit einem guten Regionalprodukt. Ja, es ist Begeisterung für das grosse Thema Nachhaltigkeit. Es ist die Herausforderung, aus etwas Kleinem, etwas Grosses zu schaffen. Es ist der Antrieb, das Entlebuch vorwärts zu bringen. Es ist der Glaube auch an die Schaffenskraft des Entlebucherinnen und des Entlebucher. Und ich denke, ein bisschen weit ist es natürlich auch die Herausforderung, den grossen Begriff Nachhaltigkeit dem auch Wurzeln zu geben.